Vaterliebe kann unendlich sein, bedingungslos und unzerbrechlich. Doch was tut ein Vater, wenn sein Kind ein Mörder ist? Eltern von Mördern empfinden Vergebung, Verachtung oder können es nicht fassen, wozu ihr Kind in der Lage ist. Ganz anders reagierte Ole Lundin. Seine Vaterliebe war grenzenlos. 1972 erfüllte sich für Ole Lundin, einen 37-jährigen dänischen Maurer, und die gebürtige deutsche Anna Schaffner Lundin ihr großer Traum. Das Ehepaar wurde endlich Eltern. Am 15. Februar erblickte ihr sehnsüchtig erwarteter Sohn das Licht der Welt, Peter Lundin. Die Eltern liebten ihr Kind abgöttisch. Kein Wunsch wurde ihrem Sohn nicht erfüllt. Lundin schrieb selbst in seiner Autobiografie Folgendes: Meine Mutter lebte und atmete für mich. Ich war ihr Stern. Doch als Peter Lundin 9 Jahre alt war, wurde die Familienidylle zerstört. Ole Lundin erkrankte schwer an einer Thrombose mit folgendem Herzinfarkt. Vorbei war das geregelte Leben der Lundins. Der Vater konnte nicht mehr in seinem Beruf als Maurer arbeiten und die Mutter, Anna Schaffner Lundin, die sich bisher nur als Hausfrau und das Wohl ihrer beiden Männer kümmerte, konnte die Familie nicht ernähren. Die Familie Lundin folgte daraufhin dem American Dream und sie zogen ins warme Florida, nach Ormond Beach, mit dem Traum einer eigenen Pension. Doch die Geschäfte liefen nicht und die Familie siedelte 1984 ins 700-Seelendorf Maggie Valley in North Carolina. Und dort lebte die Familie Lundin in einer Blockhütte am Rande des Waldes. In Maggie Valley begann die Familienidylle der Lundins langsam zu bröckeln. Die Eltern hatten immer wieder Streit, immer wieder machte Anna Schaffner Lundin ihrem Mann Ole Vorwürfe, dass er zu wenig arbeiten würde und die Familie zu wenig Geld hat und Ole schwach sei. Die Mutter begann zu trinken und immer heftiger wurden die Streitereien der beiden. Und Peter Lundin bekam diese Streitereien mit. Er flüchtete immer öfter aus dem Haus. Er begann mit 14 Jahren Gras zu rauchen, Alkohol zu trinken und zu koksen. Seine Eltern bekamen davon nichts mit. Für Peter Lundin gab es einen Schlüsselmoment in seiner Jugend, von dem er heute noch berichtet. Seine Mutter zeigte ihm damals voller Stolz ein Bild vom Sänger Tom Jones. Das sei ein richtiger Mann, sagte sie zu ihm, und er sei nicht so schwach und unterwürfig wie ihr Vater, also wie der Vater. Und das nahm sich Peter Lundin zu Herzen. Er wollte werden wie Tom Jones, stark, muskulös und beliebt bei Frauen. Und er war als Teenager sportlich. Und später sollten seine Muskeln ihm regelrecht heilig sein. Er spielte American Football, Baseball und, übte Wrestling aus. Er liebte es, sich zu schlagen und seinen Gegnern dabei keine Schwäche oder Gnade spüren zu lassen. Und schnell war klar, was für andere Kinder Spaß war. War für Lundin tote Ernst. Während eines Wrestlingkampfes in der 9. Klasse wurde er schließlich vom Training suspendiert, denn bei einem Kampf war Peter Lundin im Rausch vollkommen ausgerastet. Er schmiss sich auf seinen Gegner und zog ihm an den Haaren und am Kopf. Spätestens jetzt war Lundin ein Außenseiter in der Schule. Er galt als egoistisch, arrogant, egozentrisch und mit seinem Ausraster nun auch als höchst aggressiv. Lundin selbst gab in seiner Biografie der Erziehung seiner Eltern die Schuld für seine ungehemmten Aggressionen. Er schreibt dazu: Sie lehrten mich Fürsorge und Liebe und all die anderen weichen Werte, die so dänisch sind. Sie haben mich in Watte gepackt. Sie haben mir niemals Rahmen gegeben und niemals ein Nein. Deshalb wertschätze ich heute die nazideutsche Kindergartenideologie. Halt's Maul und ein Tritt in die richtige Richtung. Die Ehe der Eltern war mittlerweile vollkommen zerrüttet.
Sein Vater zog mit seinem Sohn aus dem Haus der Lundens aus und innerhalb weniger Jahre lebten sie gemeinsam in Los Angeles, New York, Boston, Miami und ja, schließlich kamen die Eheleute dann wieder zusammen und es ging für Ole und Peter Lunden zurück ins 700-Einwohner-Dorf Maggie Valley. Durch seine unbeliebte Art und die vielen Umzüge hatte Peter leider wenige Freunde. Doch die Zeit, die der Vater und der Sohn zusammen erlebten, verbrüderte sie. Nach seinem Highschool-Abschluss mit 16 Jahren arbeitete Peter Lunden gemeinsam mit seinem Vater auf dem Bau. Heimlich träumte Peter aber immer noch, so zu werden wie Tom Jones. Er wollte ein Rockstar werden. Er ließ seine blonden, langen Haare wachsen und er stählte seinen Körper, um noch mehr Muskeln zu bekommen. Er nahm neben den Drogen nun zusätzlich noch Steroide. Aussehen war für ihn alles. Er wollte so sein wie die Ikonen der 80er. Schön und stark. Und neben seinen Aushilfsjobs auf dem Bau verdiente Peter Lunden nun vor allem Geld durch Drogen, die er verkaufte. Geld war ihm mindestens so wichtig wie sein Aussehen, denn Geld lockte Frauen an. Von seinem Drogendeals kaufte er sich einen Sportwagen und fuhr mit diesem bis nach Nevada, da dort Prostitution nicht verboten war. Er liebte seine Touren durch die Bordelle des Landes und war regelrecht süchtig danach, mit immer mehr Frauen zu schlafen. Außerdem konnte er so dem Chaos zu Hause entfliehen. Die Situation zwischen seinen Eltern war immer angespannter. Sie stritten und schrien und randalierten und Peter und Ole gingen dabei immer wieder aggressiv und gewalttätig gegen die Mutter Anna vor. Anfang des Jahres 1991 war die Lage im Hause der Lundens mittlerweile so ernst, dass Anna Schaffner-Lunden mir bereits mehrere Male bei den Ausrastern ihres Sohnes und Mannes zu den Nachbarn floh. Und diese verständigten daraufhin die Polizei. Aber erfolgreiche Hilfe war das nicht für die Mutter. Erst als sie Ole Lunden rauswarf, erhoffte sie sich wieder Ruhe. Die Ermittler können nicht mehr genau rekonstruieren, welcher Tag für Anna Schaffner-Lunden zum Verhängnis werden sollte. Sie gehen vom 1. April 1991 aus. Peter Lunden wollte an diesem Tag nur kurz zum Haus seiner Mutter, um sich für eine Party fertig zu machen. Und er kam gerade von der Wohnwagensiedlung, in der Ole Lunden seit dem Rauswurf lebte. Er war in Eile, er packte ein paar Sachen, zog sich frische Klamotten an und trug Parfum auf. Also, denn darauf standen ja schließlich die Frauen. Und im Vorbeigehen rief er seiner Mutter noch zu, dass der Vater wieder bei ihr einziehen wolle. Als er die Treppe dann wieder runtereilte, stand nun seine Mutter am Ende der Treppe. Lunden stieß sie weg, als sie ihn aufhalten wollte. Und was genau in diesen Minuten geschah, was Peter Lunden ausrasten ließ und dazu brachte, seine Mutter zu erwürgen, das ist ungewiss. Aber bei seiner Verhaftung sagte er zuerst dem Polizisten, dass seine Mutter ihm seine langen Haare abschneiden wollte und ihn betrunken mit einer Schere attackierte. Diese Aussage revidierte er Lunding dann allerdings später. Er wollte die Öffentlichkeit nur auf seine schönen langen Haare aufmerksam machen und er wollte zeigen, wie stolz er schließlich auf seine geliebte Mähne war. Nachdem Peter Lunden seine Mutter erwürgte und sie bewusstlos zu Boden sank, verließ er das Haus und brach zur Party auf. Erst am nächsten Morgen kehrte er nach Hause zurück. Seine Mutter lag immer noch tot auf den Treppenstufen des Hauses. Panik überkam Peter und er wusste nur einen, der ihm helfen würde. Sein Vater Ole. Als Ole Lunden im Haus eintraf, musste er feststellen, dass seine Frau wirklich tot war. Doch anstatt die Polizei zu rufen, entschied sich Ole, seinem Sohn zu helfen, den Mord zu verschleiern. Gemeinsam verschnürten sie die Leiche von Anna Schaffner-Lunden in Plastikplanen und in einen Teppich,
wuchteten den leblosen Körper in den Kofferraum ihres Autos und fuhren 800 Kilometer nach Buxton an den Strand. Dort hob der 19-jährige Peter Lunden ein Grab aus und Vater und Sohn verscharrten die Leiche der Mutter am Strand. Am 1. November 1991 wütete ein Sturm am Strand von Buxton, der den Leichnam von Anna Schaffner Lunden freilegte. Passanten fanden eine Leiche in einer blauen Decke eingewickelt. Durch die bereits starke Verwesung konnten die Ermittler den genauen Todeszeitpunkt dann nicht mehr bestimmen. Aber sie konnten die Identität der Frau feststellen. Und als sie dies taten, wandten sich die Nachbarn der Lundens mit ihrem Verdacht an die Polizei. Sie berichteten von gewaltsamen Übergriffen von Ole und Peter Lunden, ihrer Frau bzw. ja, der Mutter gegenüber. Doch das Vater-Sohn-Gespann war mittlerweile auf der Flucht. Erst am 6. Juni 1992 konnten sie in einem Hotel im kanadischen Toronto gefasst und an die USA ausgeliefert werden. Ein Jahr später, im Juli 1993, fand der Prozess gegen Vater und Sohn statt. Ole Lunden, also der Vater, wurde für 2 Jahre Haft verurteilt wegen Beseitigung einer Leiche. Peter Lunden plädierte auf fahrlässige Tötung, es sei ein Unfall gewesen und im Affekt passiert, dass er seine Mutter getötet hat, aber das Gericht sah das allerdings anders, denn sie erkannten eine Boshaftigkeit in der Tat, die nicht zu einer fahrlässigen Tötung im Affekt passt. Peter Lunden wurde zu 15 Jahren Haft wegen Mordes verurteilt. Als er das Urteil hörte, schrie er zum Richter: "Motherfucker, ich finde heraus, wo du wohnst." In der alten Heimat der Lundens in Dänemark bekamen nur wenige Menschen etwas von dem ungewöhnlichen Mörderduo in den USA mit. Dies sollte sich allerdings im Jahr 1994 ändern. Ein dänischer Fernsehsender war auf die Geschichte von Peter Lunden, dem Sohn, der seine eigene Mutter tötete, aufmerksam geworden. Sie wollten eine Fernsehreportage mit dem Namen The American Dream drehen, die von dänischen Auswanderern handelte, die in die USA emigrierte. Am 14. Dezember 1994 wurde die Sendung ausgestrahlt. Sie war es, die Peter Lunden international bekannt machte und seinen Namen in die Köpfe der Dänen einbrannte. Das Kamerateam dokumentierte Lundens Gefängnisalltag. Er zeigte sich joggend und im Fitnessraum oben ohne, denn sein Körper sei ihm ja schließlich noch immer wichtig. Und schließlich sitzt Lunden in der Kamera im Besucherraum gegenüber. Er hat seine langen Haare zu einem Zopf gebunden und er beginnt, die Hälfte seines Gesichtes schwarz anzumalen. Minutenlang sinniert er über den Zwiespalt der Menschen zwischen Gut und Böse, sein Gesicht als Sinnbild dieses Zwiespalts, zwischen dem er und alle Menschen sich bewegen. Wie ein Gedicht trägt er nun minutenlang die Gegensätze vor. Da ist Frieden, da ist Krieg, da ist Himmel, da ist Hölle, da ist Liebe, da ist Hass. Ich muss ganz persönlich sagen, es ist eine beeindruckende Szene. Ihr könnt ihr euch angucken, ich kann sie leider nicht zeigen, weil sie ja eben urheberrechtlich geschützt ist. Ein renommierter schwedischer Psychiater sah im Fernsehen die Aufnahmen von Lunden und er diagnostizierte ihm auf der Skala der Psychopathen 39 von 40 Punkten. Doch sein Verhalten weckte für unzählige Frauen das Interesse. Er bekam viele Briefe ins Gefängnis nach North Carolina und jeder antwortete er dasselbe. Er liebe sie und er bräuchte Geld. Innerhalb kürzester Zeit hatte Lunden sich mehrere tausend Dollar von den Frauen erbettelt. Währenddessen hatte er neue Vorbilder im Gefängnis gefunden. Tom Jones hatte nun ausgedient. Er wollte werden wie die härtesten Typen im Knast. Er nahm ihr Verhalten an und pumpte immer mehr Gewichte, um seinen Körper zu stellen. Eine der Frauen, die ihm schrieb, hatte es ihm besonders angetan.
Tina. Sie hatte zwar eine Teenie-Tochter, was Peter Lunde nicht gefiel, aber sollte er aus dem Knast rauskommen, hätte er endlich die Möglichkeit auf eine kostenlose Unterkunft. Am 20. März 1996 fand die Hochzeit der beiden statt. Mit dabei war nur Ole Lunden, sein ihn immer lebender Vater, der seine Haftstrafe bereits verbüßt hatte. Peter Lundens Strategie ging auf. Er wusste, dass die Gefängnisse in den USA überfüllt sind und das Interesse bestand, wenigstens die ausländischen Inhaftierten loszuwerden. Deswegen wurde am 4. Juni 1999 Peter Lunden entlassen und nach Dänemark abgeschoben. Er hatte zu diesem Zeitpunkt nicht mal die Hälfte seiner Haftzeit abgesessen. Lediglich 6 Jahre und 11 Monate musste er im Gefängnis für den Mord an seiner Mutter verbüßen. Und als er in Dänemark landete, war er ein freier Mann. Mit 27 Jahren und $27.000 erschnortem Vermögen von sehnsüchtigen Frauen konnte Peter Lunden ein neues Leben beginnen. An seiner Seite war sein Vater. Der zog nämlich auch zurück nach Dänemark. Und Tina, bei der er nun wohnte und deren Vater ihm sogar einen Job organisierte. Doch es sollte nicht lange dauern, bis Peter Lunden wieder hinter Gitter sitzen sollte. Peter Lunden hatte die Chance, ein neues Leben zu beginnen. Doch der Alltag bei Tina langweilte ihn schnell. Er war genervt von ihrer Tochter, vom geregelten Leben ohne Abenteuer und Adrenalin. Deswegen schrieb er in seiner Biografie: Nach 7 Jahren Knast brauche ich keine intellektuelle, liebevolle Beziehung. Ich brauche den schnellen Sexflash. Schnell begann er also wieder auf Bordelltour zu gehen. Als Tina etwas davon mitbekam, rastete sie aus und warf ihn raus. Lunden musste nun bei seinem Vater und in Obdachlosenheimen unterkommen. Bei einer seiner Bordellentouren lernte er Marianne Petersen kennen. Sie leitete das Bordell, war verwitwet, sehnte sich nach Nähe, hatte Geld, aber 2 Söhne, bei denen Lunden Angst hatte, sie könnten ihm im Weg stehen. Er wollte Marianne komplett ausnutzen, ins Bordell und das Haus für sich übernehmen. Peter Lunden war im Zwiespalt. Tina, die schwanger von ihm war, bettelte, dass er zurückkommen sollte und Mariannes beiden Söhne nervten ihn. Sie war nicht so wie er, sie wollten keinen Sport machen, sondern lieber lesen oder Computer spielen. Also begann Peter Lunden nun zweigleisig zu fahren. Wenn er bei Marianne war, erzählte er Tina, er würde in der Security-Firma arbeiten. Er begleitete Tina sogar zur Geburt ihres gemeinsamen Kindes. Und Marianne hingegen erzählte er die Wahrheit von seiner Frau. Von ihr als Prostituierte erwartete er Verständnis, doch Marianne rastete regelmäßig aus. Sie war betrunken, schrie ihn an, beschimpfte Lunden und die Streits der beiden arteten regelmäßig in Handgreiflichkeiten aus. Ähnlich wie die Ehe seiner Eltern. Im Juni 2000 schien Lunden endlich das erreicht zu haben, woraufhin er fast ein Jahr hingearbeitet hatte. Er sollte Mariannes Haus streichen, damit es von einem Makler geschätzt werden konnte. 3 Millionen Kronen sollte es wert sein, hatte Peter Lunden auch bereits geschätzt. Und das war Geld, was in Lundens Tasche fließen sollte. Doch an diesem Abend sollte etwas anders sein. Mariannes Telefon klingelte und in Lunden stieg die Angst auf, dass Marianne eine weitere Beziehung vor ihm verheimlichte. Er schrieb in seiner Biografie Folgendes: Ich konnte ihre Stimme hören. Sie klang lieblich und einschmeichelnd. Das war kein Freier, das war einer, den sie gut kannte. Ich merkte, wie die Wut in mir hochstieg. Wer war das? Es sollte niemand kommen und mir wegnehmen, wofür ich so hart gekämpft hatte. Wer war das, fragte ich wieder und packte sie, zog sie in die Küche. Sie schubste mich weg, sie war vollkommen hysterisch. Ich warf sie auf den Küchentisch, ich war so müde. Sie wehrte sich, ging auf mich los. Ich zog sie ins Schlafzimmer, warf sie aufs Bett und schmiss mich auf sie. Ich hatte die Arme um ihren Hals.
Es ging sehr schnell. Ihr Körper lag in einer sehr unnatürlichen Stellung, verdreht. Er hatte es wieder getan. Genauso wie seine Mutter hatte er Marianne Petersen mit bloßen Händen erwürgt. Doch diesmal gab es Zeugen für seinen Mord. Brian und Dennis, die beiden Söhne von Marianne. Am 3. Juli 2000 wurden Marianne Petersen und ihre beiden Söhne für vermisst erklärt. Knapp 3 Wochen waren vergangen, dass die Verwandten das letzte Mal von ihr gehört hatten. An ihrer Haustür hing eine Notiz, sie sei mit ihren Kindern im Urlaub. Doch der Zettel war merkwürdig und untypisch für sie. Also, der war so seltsam geschrieben, dass die Verwandten nur noch mehr alarmiert waren. Mariannes Geliebter Peter Lunden rückte schnell in den Fokus der Verdächtigen. Nur 2 Tage später, am 5. Juli, wurde er in der Wohnung seiner Frau Tina verhaftet. In den 2 Tagen untersuchte die Polizei das Haus der Petersens. Es war ungewöhnlich unordentlich. Außerdem stellten sie einen stechenden Geruch im Keller des Hauses fest. Zuerst fanden sie bereits bei der ersten Untersuchung des Hauses auch einige Blutflecken. Bei seiner Festnahme gab sich Peter Lunden ahnungslos. Marianne und ihre beiden Söhne seien ja doch im Urlaub und er war beauftragt gewesen, das Haus zu streichen. Aber die Ermittler glaubten Peter Lunden nicht. Die Untersuchungen im Haus offenbarten ein wahres Blutbad. Die Spurensicherung beschrieb besonders den Keller und die Garage als reines Schlachthaus. Überall fanden sie Gewebereste an den Decken, Wänden und Böden. Außerdem fanden sie Blut- und Gewebespuren an einer Axt und an einem Winkelschleifer. Zusätzlich konnten sie einen Teil von Mariannes Backenzahn sicherstellen. Die Polizei ging davon aus, dass Peter Lunden die Familie getötet hatte und die Leiche zunächst im Keller, danach in der Garage des Hauses zerteilt hatte. Das letzte Mal lebend gesehen wurden Marianne und ihre 2 Söhne am 16. Juni 2000. In dieser Nacht vernahmen die Nachbarn auch Schreie aus dem Haus der Petersens. Außerdem konnten die Ermittler herausfinden, dass Peter Lunden am 19. Juni 2000 mit Mariannes Metrokarte einkaufen gegangen war und große Mengen an Plastiktüten, Einweghandschuhen, Reinigungsmitteln und Messer kaufte. Die Nachbarn berichteten der Polizei, dass im Juni auffallend viele Säcke Müll vor der Tür der Petersen stand. Und sie dachten sich allerdings erstmal nichts dabei. Sie dachten, dass das halt der Müll von der Renovierung des Hauses sei. Auch ihnen fiel auf, dass sich Peter Lundins Vater in den fraglichen Tagen oft im Haus der Petersens aufgehalten hatte. Bei der Durchsuchung in Ole Lundens Wohnung fand die Polizei Mariannes Fernseher, ihre Auto- und Hausschlüssel, Dokumente der Petersens und eine Axt und einen Winkelschleifer. Er wurde auch verhaftet, bestritt aber vehement, von dem Mord an Marianne Petersen und ihren Kindern gewusst zu haben. Er habe die Dinge nur für seinen Sohn aufbewahrt. Eine erneute Mittäterschaft konnte Ole Lunde nicht nachgewiesen werden. Er wurde deswegen lediglich zu 4 Monaten Haft verurteilt und also wegen der Entwendung fremden Eigentums. Peter Lunden stritt zunächst den Mord an Marianne und ihren Kindern ab. Dann behauptete er, dass Marianne im Drogenrausch ihre Kinder getötet hatte und danach sich selbst eine Überdosis gab und starb. Am 24. Juli 2000 gestand er schließlich, dass er die Familie getötet habe. Erst habe er Marianne auf dem Bett erwürgt und als ihre beiden Söhne mitbekamen, liefen die ins Schlafzimmer und hätten versucht, Lundin an den Haaren von der Mutter wegzuziehen, worauf dieser die Genicke der Kinder gebrochen hat. Anschließend zerstückelte er die 3 Leichen und entsorgte sie im Müll. Doch auch an dieser Version hatten die Ermittler begründete Zweifel. Die Blutspuren im Keller ließen sie annehmen, dass die Kinder Lundin nicht im Schlafzimmer auf frischer Tat ertappt hatten
und deswegen den Mörder angriffen, sondern eher, dass sie versuchten, durch den Keller des Hauses vor ihm zu fliehen. An einem Fakt seiner Aussage gab es allerdings keine Zweifel. Peter Lunden zerstückelte die Familie so präzise, dass sie bis heute keine Überreste der Leichen gefunden haben. Um Lundens Geschichte zu prüfen, baten sie ihn, mit Puppen nachzustellen, wie er die beiden Söhne tötete. Ihnen offenbarte sich dabei Lundens ungezügelte Aggression. Wie im Rausch schmiss er sich auf die Puppen und riss ihnen im Wahn seiner Brutalität sogar den Kopf ab, sodass die Polizei ihn dann stoppen mussten. Am 5. März 2001 begann in Dänemark der Prozess gegen Peter Lunden unter einem großen Medien- und Besucherandrang. Seit seiner Verhaftung war die Kritik am Rechtssystem in Dänemark groß geworden. Seit seiner Überführung aus den USA und der damit verbundenen sehr kurzen Haftstrafe für den Mord an seiner Mutter wurden Stimmen laut, die nicht fassen konnten, wie er nach nur einem Jahr in Freiheit wieder morden konnte. Sie gaben vor allem der dänischen Polizei dafür die Schuld, denn seitdem Lunden in Dänemark abgeschoben war, wurde er weder überwacht, noch bekam er Bewährungsauflagen. Er war ein freier Mann, obwohl er in den USA noch mehrere Jahre Haft gehabt hätte. Doch nicht nur die Presse war an Lundens Geschichte interessiert. Wie bereits bei seiner ersten Gefängnisstrafe hatte er viele, vor allem weibliche Fans, die ihren modernen Rockstar sehen wollten. Und sie waren fasziniert von diesem Mann, der mittlerweile ganz Dänemark als Synonym des Bösen kannte. Und so eröffnete auch der Vorsitzende Richter die Verhandlung gegen Lunden. In den letzten Jahren hatte es nur wenige Fälle gegeben, die eine so große Aufmerksamkeit auf sich zogen wie Peter Lunden. Während die Staatsanwaltschaft also auf Mord plädierte, beteuerte Lunden, dass er nicht vorhatte, seine drei Opfer absichtlich getötet zu haben. Im psychiatrischen Gutachten heißt es: Der Observant ist nicht geisteskrank. Er hat eine normale Intelligenz. Er ist selbstzentriert, er überschätzt sich und er ist davon geprägt, dass er seine persönlichen Bedürfnisse umgehend befriedigen möchte. Er hat keinerlei Empathie und ihm fehlt die Fähigkeit, die Gefühle anderer zu verstehen und zu registrieren. Sein Vorstellungsvermögen ist subjektiv und von fast primitiven maskulinen Idealen und sexuellen Fantasien geprägt. In einer 10-minütigen Abstimmung kam die Jury einstimmig zu einem Urteil. Peter Lunden ist voll schuldfähig am Mord von Marianne Pedersen und ihren beiden Söhnen. Und das bedeutete die lebenslange Haft für Lunden. Noch im selben Jahr seiner Verurteilung wurde der Verein The National Association of the Execution of Peter Lunden von einem dänischen Schwergewichtsboxer und weiteren anonymen Personen gegründet. Sie forderten erfolglos die Wiedereinsetzung der Todesstrafe für nur eine Person, Peter Lunden. Seine Verurteilung schreckte allerdings seine vielen weiblichen Verehrerinnen nicht ab. Er bekam abermals unzählige Briefe ins Gefängnis. Insgesamt dreimal hinter Gittern heiratete er. Seine Ehen hielten allerdings nicht lange, da er immer weiter Kontakt zu weiteren Frauen hielt. Im Jahr 2014 machte Peter Lunden, der mittlerweile mehrfach seinen Namen ändern ließ, erneut Schlagzeilen. Die dänische Bevölkerung war in Angst, denn ihm wurden zwei begleitete Ausgänge gewährt. Einmal ans Krankenbett seines todkranken Vaters und einmal zur Beerdigung von Ole Lunden. Seitdem ist Peter Lunden allein, ohne seinem ihm immer helfenden Vater.